Auerbach, die Dreitürme-Stadt im Vogtland, hat einen prall gefüllten Eventkalender. Im Sommer gibt es schon seit vielen Jahren zwei sehr beliebte Veranstaltungen: das Altmarktfest und den Töpfermarkt. Hier vermischen sich Altbewährtes und neue Ideen. Das Altmarktfest ist schon über den Altmarkt hinausgewachsen und entwickelt sich in Richtung Stadtfest. In diesem Jahr erweitert es sich territorial noch mehr. Genaueres sagt Ihnen der Pressesprecher der Stadt Auerbach, Hagen Hartwig. Der Auerbacher Altmarkt. Hier ging es vor 730 Jahren los mit unserer Stadt Auerbach, die Dreitürme-Stadt im Vogtland. Und nicht nur vor 730 Jahren war das der Ursprung einer städtischen Entwicklung, sondern vor 25 Jahren steppte hier das erste Mal auf diesen Platz auch der Bär. Da war nämlich das erste Mal das Auerbacher Altmarktfest hier zu sehen und zu erleben. Damals noch relativ klein, nur auf diesen Altmarkt beschränkt, aber es war ein echtes Mittelalterfest. Im Laufe der Jahre, 25 Jahre, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, hat sich dieses Altmarktfest zu einem großen Stadtfest entwickelt. Es wird Anfang August, also in wenigen Tagen, nicht nur hier auf dem Altmarkt gefeiert, sondern auch auf dem Auerbacher Neumarkt, in der Fußgängerzone, unten an der Talstraße und ganz, ganz neu, erstmalig in diesem Jahr, in unserer neuen Schlossarena. Eröffnet vor wenigen Wochen, Anfang Juli. Im Moment ist es ein Parkplatz, aber mit etwas Fantasie können sich sicherlich auch die Zuschauer vorstellen, dass hier eine wunderbare Open-Air-Bühne stehen kann und rund 2000 Zuhörer im Publikum sitzen. Und so wird es auch zu unserem Altmarkt- oder Altstadtfest werden. Hier werden wir also am Sonntag des Altmarktfestes ein Konzertmarathon erleben. Hier wird spielen Karussell, hier wird spielen Zöllner und hier wird spielen eine Frau, die immer lacht, Kerstin Ott aus dem Erzgebirge, jeder kennt das Lied. Ein wichtiger und ein sehr schöner Bestandteil des Auerbacher Altmarktfestes ist auch die Sommer-Biathlon-Arena. Da stehen wir jetzt, da sieht man zwar noch nicht allzu viel, aber in wenigen Tagen wird hier alles startklar sein und da wird sich hier drüben eine Biathlon-Arena befinden, wo man also mit einem Ski eine Runde fährt und dann mit einem Lasergewehr auf die Scheiben schießen wird. Es wird hier drüben ein großes Festzelt stehen, da gibt es ganz tolle Musik, also so richtiger Hüttengaudi. Und ganz neu in diesem Jahr wird sein, dass auch ein Bob-Anschieben stattfinden wird, nämlich am Samstag des Altmarktfestes. Organisiert wird diese Sommer-Biathlon-Arena von den Auerbacher Skivereinen. Ja, und hier in diesem idyllischen Fleck, wenn man sich das hier mal anschaut, im Moment ist es ja noch leer, wird sich eine Almhütte befinden. Da gibt es so richtige alpenmäßige Gastronomie zu genießen und man hat hier den Schlossturm, wunderbare Kulisse und dazu so richtig schöne DJ-Musik, also so ein bisschen Ballermann in Auerbach. Im Auerbacher Veranstaltungskalender spielt natürlich der Töpfermarkt eine große Rolle. Traditionell findet er immer am 3. Augustwochenende statt, so auch in diesem Jahr. Und Austragungsort ist hier der Auerbacher Altmarkt. Da werden rund 60 Töpferfirmen aus ganz Deutschland, aus Ungarn, aus Tschechien hier ihre Töpferware feilbieten. Und wir wissen jetzt schon, dass es da ganz, ganz viele Kunden und interessierte Leute gibt, die aus Sachsen, aus Bayern und auch aus Thüringen hier nach Auerbach kommen.